eine Bevölkerung, die passiv ist und glaubt, dass sie schwach ist und sich untereinander eben nicht verbinden kann auf Erwachsenenebene, die generiert zwangsläufig eine Regierung, Machthaber, die Machtmissbrauch betreiben. Ja, das bedingt sich gegenseitig. Das sind die zwei Pole. Und diese Pole sind auch in den Menschen drin. Ja, also das, was da in der Bevölkerung sozusagen, was die Einzelnen unterdrücken in sich, nämlich die Kraft und die Stärke, das wird dann sozusagen im Außen erlebt, aber in einer destruktiven Form. Und auch die, die an der Macht sind, genau umgekehrt, die haben ja ganz oft die schwachen Anteile unterdrückt. Und das erleben die dann, wenn sie auf die Bevölkerung gucken, aus ihrer Sicht in einer destruktiven Form. Das heißt, es ist immer beides in uns. Ja, also Trauma bedeutet nicht, dass irgendwas weggeht oder was dazukommt, sondern dass in uns was aufgespalten wird. Aber es ist immer alles da.